Genau, machen wir eine klitzekleine Pause, sehen uns gleich wieder hier in der Let's Play Live Show und dann spielen wir noch ein bisschen weiter Story bei The Crew. Also bis gleich. Jetzt müssen wir wieder die Alleinunterhalter geben, da Flex hier natürlich wieder eine Biege macht. Kennst du doch. Da geht er ganz gemütlich raus, mit seiner kurzen Hose, die er anhat. Ihr müsst wissen, es ist eine rosa Hose mit Blümchen. Mhm. Und Herzchen. Und Sandalen mit Socken. Mit so einer kiffenden Hello Kitty, ja? Genau. Was ihr noch nicht wusstet übrigens, weil ich war ja letztens bei Flexi, da habe ich das gesehen. Der hat auf seine Brust tätowiert ein pinkes Einhorn. Oh. Das auf einem Regenbogen reitet, der von Herzchen und Sternchen Unicorns dancing on rainbows. Das hat für ihn nämlich ganz besonderen Wert, weil das ist ein Traum, den er oft hat. Und er ist das Einhorn. Hast du schon von der Hello Kitty Decke erzählt, die am Sofa liegen hat? Ich wollte eigentlich nicht erzählen, weil ich dachte, das wäre ihm vielleicht ein bisschen peinlich, unangenehm, weiß. Naja. Die braucht er jeden Abend zum Einschlafen, sonst kann er nicht schlafen. Wie hast du eigentlich das überstanden, dass du jeden Abend eine Folge My Little Pony angucken musstest? Das war so übel, vor allem weil er immer geweint hat bei den Stellen, bei den traurigen. Und wenn es zu Ende ist, musste ich ihn immer trösten und in den Arm nehmen. Flexi, es ist doch gut, es kommt wieder eine Folge. Du brauchst nicht weinen. Und jeden Abend eine Flasche mit Milch. Genau, Muttermilch. Heute im Edeka, du weißt doch, dass du von Aptamil dieses Babygedöns immer nur eine Packung oder so kaufen darfst. Mhm. Weil sonst könntest du ja horten und bei eBay für sowas verdienen. Habe ich ein paar Chinesen gesehen, die wussten das nicht, sind im Edeka gestanden, hatten zwei ganze Einkaufswagen voll. Die haben das ganze Regal leer gemacht. Ich bin dann denen hinterhergelaufen, weil ich sehen wollte, was die an der Kasse sagen. Die haben die so zur Sau gemacht. Weil sie es nicht zurückgeben wollten. Genau, und der Flexi hat immer noch seine Schnabeltasse, in denen sein Name eingraviert ist, also der Spitzname, den ihm seine Mutter gegeben hat. Schnurzelchen. Oh, sag mal, hat sich jemand von euch so eine Loot Raider Box bestellt? Nö. Aber Loot Raider oder Loot Crate sind echt geile Sachen und da will ich mal eine bestellen. Ah, also da kriegt sie wieder. Eine will ich so, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Highlight für einen Zusammenschnitt, Jahresrückblick. ja, vor allem die Pause jetzt, die muss ich dir nochmal genau anhören. Ich hab's ein bisschen mitgekriegt gerade. Flex sieht man ganz leicht mit seiner roten Pummelmütze. So. Oh. Ich hätte ich habe dann immer noch mein Sportgerät habe ich immer noch. Genau. Ich bin der rote Pummelmann. Was sind? Darf ich? So, rote Socker zuschlagen. Mission beendet. So, 10 Uhr haben wir es. Boah, Wahnsinn. So. Ja, sag's doch schon. Arschloch. Sag's doch. Du wolltest sagen. Sag Arschloch. Was denn? Du Arschloch-Fixer? Sag's doch. Huch. La. Die letzten werden die ersten sein. Hallo, ich bin Socke. Ich heiße Socke. Und wie mache ich mein Fallschirm auf? Ah! Oh. Ja, er ist sich voll am Freuen. Ja. Socke freut sich. Ich bin Socke. Die rote Socke. Weil ich gerade über euch gelacht habe, bin ich gleich selber dagegen gefahren.
war ja so klug. K-L-U-K. Und habe einfach mal vergessen, den Timer zu starten. Deswegen war ich so klug. So. Da unten wartet schon eine Spinne auf mich. Das ist super. Tut die Spinne mal eigentlich was? Ich werde jetzt hier die Insel mal ein bisschen von dem Parasiten namens Baum bewahren. Mir hat man mal gesagt, die Spinne tut einem nichts, wenn hell ist. Stimmt? Gilt die Regel auch für die Höhlen? Nee. Okay. Also in der Höhle greifen wir einen an, ja? Okay. Ciao. Geh sterben. So. Ich habe ein Spinnenauge. Am schlimmsten sind Höhlenspinnen, die du unten findest. Die grünen, die sind giftig und... Nein, geh weg. Ciao. Ciao. Tschüss, da unten stehen Hexer. Tschüss, macht's gut. Nee, eine Hexe, ja, ernsthaft? Ein Hexer, da steht ein Hexer. Der Hexer ist wieder da. Alter, mach mich nicht fertig. Da steht ein Hexer und ich wollte da gerade anfangen zu krabbeln. Und der guckt auch noch die Treppe hoch. Willst du mich verarschen? Der kommt auch noch hier hoch. Der kommt nach oben. Der kommt nach oben. Ich schwöre, der kommt nach oben. Ich schwöre, der kommt nach oben. Oh, Scheiße, der kommt. Wo bist du? Ich bin beim Hacken. Ah, der kommt. Lalala, wo bist du? Alter, der verfolgt mich. Der ist ein Stalker. Das ist voll ein Stalker. Was will der von mir? Wenn ich jetzt rausschaue, habe ich da was zu lachen. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Sag doch mal, definier mal, wo du bist. Piep, hinter dir. Siehst du das, die wieder mich verfolgt? Nö, ich sehe gar nichts, du hast einfach eine Paranoia. Ich sehe nur. Doch, da hinten bist du. Guck mal hier, wer links neben mir steht. Oh, ciao. Gar niemand steht links neben dir. Da ist Hallo, ich bin doch nicht paranoid. Die sehen. Hallo. Doch. Ich komme zu dir und dann siehst du wieder hier. Wieder mich angreifen. Ja, gleich. Jetzt sehe ich ihn. Ach nee, jetzt auf einmal siehst du ihn, ne? Davor habe ich nicht gesehen. Der ich glaube, du hast Pilze geschluckt, deswegen siehst du den nicht. Wer weiß, was du im Wald gerade machst. Sollst die Pilze weglassen. Mann. Ich fress Brot. Weißt du was? Ich stehe da, sehe das und knusper. Da musst du mal auf den Heinz da aufpassen, ey. Ah, okay, der kommt gerade aus dem Sadomaso-Club. Ja, deswegen sieht er auch im Gesicht so aus. So. 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 Komm mal her. Soll's mal herkommen. Guck mal da, nur fliegen ist schöner. Juhu! Komm mal her. So. Oben gegen den Kronleuchter, komm. Das ist so geil, ohne Scheiße. What for fun. Jawoll. Hey. Wo kommen die auf einmal alle her? Das gibt's doch nicht. Diese Action jetzt hier. Pure Action. So, warte mal. Der geht mir jetzt auf den Sender. Geht's mir jetzt auf den Sender. Kann man dann mal in Ruhe hier seine Höhle hier begutachten? Ach, ich hau mit einer Schaufel auf den Stein. Das ist sehr intelligent. Sehr, sehr intelligent von mir. Okay. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Ach, wie dumm. Guck mal her. Komm hier, mein Kleiner. So. Ich will das Wasser sehen. Ciao. Hä? Da gehe ich noch nicht rein. Bist du bekloppt? Da gehe ich noch nicht rein. Mist. Der steht nicht mehr da oben. Wer ist das da mit dem Hut gewesen? Da einer. Die Frage ist: Ist da was drin in dem Haus? Ich will nicht entsinnen. Ach ja, die haben ja gesagt, es gibt einen neuen Gegner, ne? Da. Sir? Sir, alles klar? Sir. Ah! Fick dich! Du! Alter! Mistzack! Lalalalala. Seite am Auto! Seite am Auto! Oh nein, hier ist keine Seite am Auto! Ich sehe schon, es steht gleich vor mir. Kann es sein, dass da unten vielleicht am Boot doch noch eine Seite ist, die wir vielleicht noch nicht haben? Nein, wo noch Seiten dran. Ich sag nur Hello again. Alter! Du Kack!